Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Staffel von Let's Play the Movies hier bei Pyrox Games. Wir wollen einen 4-Sterne-Star erzeugen oder machen und deswegen werden wir uns da jetzt gleich mal ranpacken. Das hatten wir beim letzten Mal gesagt. Und hier, just among, ich sehe das gerade tatsächlich, das ist sehr schön. Wir haben einen Star, der sich beworben hat und den gucken wir uns mal an, weil wir brauchen tatsächlich auch ein bisschen Nachwuchs über kurz oder lang. Reichen 5 Stars, wovon 2 Regisseure sind, halt einfach auch schlichtweg aus. Deswegen gucken wir mal hier. Schnell gestresst, schnell gelangweilt und dürr. Nee, danke. Das wollen wir nicht. Ich möchte niemanden haben, der so fragil ist in seinem Gemüt. Das ist nicht gut. So, wir hatten nämlich die 2 Filme hier am Drehen. Den einen Sci-Fi-Streifen mit seinen 2 Sternen fast oder so. Und den Action-Blockbuster. Wäre natürlich cool, wenn der jetzt schon fertig werden würde. Aber den kriegen wir auf jeden Fall vor der Preisverleihung noch fertig. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier war Action. Welche war denn? Das war genau die Sweeney. Die konnte auch Action. Und das heißt, ich werde jetzt auch tatsächlich nochmal einen Actionstreifen produzieren. Wenn ich hier die Schreiberlinge finde, da. Wir brauchen ein einfaches Action-Ding. Jetzt muss ich gerade gucken, welches Drehbuchbüro wir hier überhaupt haben. Einfach. Durchschnitt. Gut. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich. Wir machen ein einfaches Action. Ein einfaches Action-Drehbuch. Sehr gut. Aber Sci-Fi-Interesse ist tatsächlich echt nicht gut, deswegen müssen wir jetzt wirklich mal zusehen. Da kommt jetzt Action, kommt jetzt richtig gut hoch. Niemand schreibt momentan am Drehbuch. Ja, das ist mir schon klar. Deswegen wird der ja jetzt auch sein gelassen. Der wird eingeschreddert. Das geht doch bestimmt irgendwo. So, ist der Dreh fertig? Nee, wird jetzt gleich. Ah, ein Forschungspaket. Zack. Geht ja nicht, dass hier Forscher noch frei rumlaufen. Ah, Film ist fertig. Und das ist der 1-Sterne-Action-Streifen. Den haben wir. Ach, das ist der, der jetzt gerade fertig. Ne, das ist das Drehbuch, genau. Wir haben den Film komplett. So, den müssen wir noch PR'en. Ah ne, den haben wir schon PR'd. Ach, das war ja der. Okay, das heißt, den können wir jetzt mal hier freigeben. Boah, sind nur mäßige Dinger, das ist okay. Alles gut, alles gut. Na, immerhin haben wir boah, doch noch einen relativ passablen Film dabei rausgeholt. Das ist doch schön. Plus Erfahrung, das ist auch okay. Ein Drehbuch, das nur schwer in Gang kommt. Studio war mit seiner PR okay, technisch gesehen der eine oder andere Schritt nach vorne. Kompetente, aber roboterhafte Regie. Allgemein hervorragend, ein guter Film, der seine Millionen einspielt. Wird ja Millionen einspielen, ja, jetzt. Hallo. Pff, bitte. Oh, tatsächlich Platz 57. Naja, gut. Okay. Dann halt nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall noch PR für unseren kleinen Actionstreifen. Da brauchen wir nämlich auch nur einen Statisten und einen Schauspieler. Das ist okay. Da kann ich gerade noch mal gucken, welchen. Der kann schon Action sehr gut. Der nicht. Auch nicht. Dann lasse ich doch beide Statisten jetzt einfach noch mal ein bisschen Action üben. Here's Cammy
Irgendwo lässt sich doch Action da. Wenn doch, dann wissen wir genau, und in the meantime werden wir jetzt mal für unseren Herrn Baker das Ganze versuchen, auf ein 4-Sterne-Level zu bringen. Das heißt also, sein Aussehen, seine Statur, da kann ich jetzt gerade im Moment nichts dran ändern, aber ich kann seinen Trailer mal updaten. Das ist der hier. Wobei, so viel Trailer kann ich da gar nicht mehr machen. Das ist tatsächlich schon alles relativ ordentlich hier. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was nachpushen. Deko. Irgendwas, was hier noch coole Sachen da reinpassen. Möbel. Wie ist mit einer Telefonzelle? Kann er zu Hause seine Mutter anrufen? Boah, schadet nicht, ne? Dann... Hanteln. Ach, die haben wir schon. Hanteln haben wir schon. Ne, da müssen wir noch eine andere Dekoration finden. Irgendwas anderes. Ein Auto hat er schon. Ein Pool. Ne. Eine Brunnenstatue. Ist ein bisschen arg, ne? Was können wir denn hier? Eine Statue, ein Podest. Ah, oh ja. Guck mal hier, da können wir uns den auch noch. So ein Statuenpodest. Das Trailer Prestige ist tatsächlich relativ, aber der Film will jetzt gerade auch nicht mehr. Und wir haben die PR-Kampagne für den Streifen einmal abgeschlossen und können noch eine zweite PR-Kampagne hinterher machen. Aber ich muss ja noch ein paar Drehbücher mehr machen. So, Sci-Fi kommt auch wieder. Action und Romanzen. Jetzt muss ich gerade tatsächlich mal gucken. Action ist wirklich immer nicht verkehrt. Ich muss meine Statisten wieder trainieren lassen. Die sind ja schon längst fertig. Da muss man auch immer am Ball bleiben, ne? Damit die hier wirklich mal vorwärts kommen. Dann haben wir... Die ist soweit fit. Ah, die könnte mit ihrem Aussehen ein bisschen zufriedener sein, oder? Mal eine automatische Geschichte hier. Das Aussehen zufriedener machen. Dann können wir die Statur nochmal ändern. Achso, das geht. Statur geht. Post-Production. Schönheitschirurgie. Genau. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier noch Platz für eine Schönheitschirurgie haben. Mal gucken hier. Arg, die passt hier relativ gut rein, tatsächlich. Da. Direkt hier an der Bar vorbei. Ah, in Kürze findet eine Preisverleihung statt, das weiß ich. Dächer, verschiedene Waffen haben wir jetzt, neue Wagen, Stadtluxushotelzimmer. Okay, wir können ja mal gucken, was wir jetzt überhaupt allgemein noch an neuen Drehsets hier haben. Das wäre gar nicht so verkehrt. Ah, wir können den Korridor 2, die ganzen Sci-Fi-Geschichten können wir alle machen. Sehr viel zum Bauen. Sehr, sehr viel. Und wieder ein Star, der sich versucht, bei uns zu bewerben. Das wird schon seine Gründe haben, warum die das versuchen. Entspannt, langweilt sich nicht schnell, ernährt sich vernünftig, ist ein maßvoller Trinker? Ist eine Bohnenstange? Ja, was ist denn hier los? Der ist ja richtig gut. Der ist ja echt richtig gut. Ja, dann, den können wir tatsächlich sogar als Schauspieler einstellen. Das machen wir. So, der ist jetzt natürlich mega unglücklich, das ist mir schon klar.
Aber das macht nichts. Den nehmen wir jetzt nämlich erstmal. Passen erstmal sein Gehalt an. So. Klar, dass er natürlich im Vergleich zu den anderen da natürlich total abstinkt. Dann kann der jetzt nämlich... So, was braucht er denn jetzt noch? Sein Aussehen. Da könnten wir auch nochmal dran arbeiten. Die ist schon fertig mit ihrer Ummodelmaßnahme. Na gut. Einen Trailer brauchen wir. 1, 2, 3, 4. Oh, hier sind mehr als genug Trailer. Okay. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Neue... Ach, wir haben neue Verzierungen und sowas freigeschaltet. Ah. Das ist kein Problem. Der ist fertig PR'd. Das heißt, den können wir mal zum Dreh bringen. Und vielleicht... Vielleicht. Nur vielleicht. Können wir den dafür verwenden? Nein, auf gar keinen Fall. Der muss üben. Brauchen wir... Ach, die drehen alle schon. Ach, das ist der Statist. Die haben ihn als Statisten gecastet. Nein. Er hat ja die besseren Action-Qualitäten. Ist eigentlich vollkommen egal. So, dann kriegen wir den hin. Also gleich fertig. Ja, ich weiß, dass du deinen Trailer noch vermisst, ist klar. Wir können natürlich jetzt auch noch ein bisschen hier Gefolge ausrüsten. Wir können mal einen der Forscher nehmen und mal als Gefolge dazu packen. Dann kriegt er noch einen schicken Trailer verpasst. Wir haben ja hier noch so ein, zwei rumstehen. Zack! Ah, sehr gut. Ah, und schon ist er auf Platz 25. Traumhaft. Jetzt meckert er auch noch wegen Gehalt, ne? Jetzt gibt man ihm alles, was er will, und dann ist sein Gehalt wieder nicht in Ordnung. Ja, ja, ja. Ist schon recht. Damn, der... Achso, da brauchen wir jetzt die Action-Dinger. Da muss ich mal... Wo haben wir sie denn? Da haben wir die Schreiberlinge. Ja, okay, dann schreiben wir jetzt den Film mal weiter. Und wir müssen gleich noch mal ein paar neue Sets bauen. Also langsam sind die alten... Sie sind halt einfach alt, ne? Und dann drehen wir den jetzt noch. Schaffen wir den anderen Actionstreifen vorher noch? Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ach verdammt, für den muss ich noch PR machen. Oh, das wird ganz, ganz knappe Sachen werden. Aber wozu bilde ich den denn jetzt eigentlich aus? Ja, Action war ich ja jetzt gerade dran, ne? Das heißt, ich kann jetzt ihn mal mit dem Statisten zusammen proben lassen. Dann werden das jetzt voll die Action-Spezies. So, da kommt wieder Sci-Fi dazu. Wird ein bisschen besser. Action-Romanze, okay. Das ist der, ne? Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall da nochmal... ein bisschen... Ich könnte natürlich auch mal echt einen Horrorstreifen drehen, ne? Da brauche ich dann aber wirklich Horror für. Drehbuch komplett. Komm, wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir machen mal einen Horrorstreifen. Zack, 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 dann machen wir mal einen Horrorstreifen. Dann machen wir hier auch ein bisschen PR-Kampagne. Ah, das wird wirklich echt knapp werden, aber das kriegen wir wirklich hin. Dann brauchen wir noch ein paar neue Sets. Definitiv, jetzt kommen ein paar neue Filmsets. Für Stadt, romantische Proben, also für Horrorstreifen brauchen wir das definitiv. Oh, ein Friedhof. Noch ein Star, der sich bei uns beworben hat. Naja, noch hat er sich nicht angeschlossen, ne? Noch möchte er das gerne. Ah, so kriegen wir das.
Sehr gut. Ab in die PR-Abteilung, aber wir brauchen noch mehr Horror. Ich will einen besseren Horrorstreifen haben. Oh, die habe ich natürlich direkt gleich prompt dahin gepackt, ohne darauf zu achten, dass die gute Dame... Ach so, ah! Nee, das sind ja die vom anderen Film, das ist ja die Jenny Armstrong. Alles okay, alles gut. Ah, ich dachte schon. So, der ist jetzt fertig, das heißt, den können wir jetzt mal in die Ausstattungsabteilung schmeißen und gucken uns mal an, was der so hier hat. 50er Jahre Stadtkleidung 1. Yay, das sieht doch gut aus. Bam, das findet er klasse. Finde ich auch. Ab damit. Ah, und? Also gleich besser zufrieden. Aber wir können jetzt mal hier, wir haben ja jetzt eine Schönheitschirurgie. Und können ihn jetzt mal liften lassen. Fett absaugen, Implantate liften. Nein, liften ist schon okay. Ding. Wo ist er denn? Wo ist denn der Ding-Ding? Ding-Ding-Ding-Ding. Ah, nein! Ich habe den falschen Film in die PR geschmissen. Ah, jetzt wird's wirklich knapp. Das wird wirklich, wirklich, wirklich knapp. Ich glaube, an zwei Sternestreifen, dass sie einen zwei Sternestreifen macht. In der Zwischenzeit, ich muss weiter Horror üben, meine Güte. Ich brauche jetzt brauche ich dann Horror. Wenn ich einen Horrorstreifen drehen will, brauche ich Horrorproben. Jetzt muss ich nur noch einen Horrorort finden. Komödie, Horror. Komm, das sind doch hier beste Buddies. Wird das hier mein Horrorstreifen? Horror können sie alle, das ist okay. Level, okay. Ja, aber Horror brauche ich definitiv. Das ist, ich muss schon wieder aufpassen, dass ich nicht hier irgendwie mich vertüttel bei. Ah, verdammt, die eine PR-Kampagne, das wird ganz schön eng werden. Aber wir können jetzt nochmal, die haben schon Horror. Die können alle Horror, ne? Das ist total geil. Die können das alle schon. Aber die Statisten können das alle auch schon. Ich habe die gut trainiert. Fällt mir gerade auf. Hervorragend. Ach komm, Leute. Echt? Ist das denn so schwer? Ist das so schwer, einen Zwei-Sterne-Film hier draus zu holen? Offensichtlich. Aber wir brauchen ja noch mehr Sets. Ah, er ist fertig. Das heißt, er ist mit seinem Aussehen sehr zufrieden. Aber es reicht bei weitem noch nicht. Bei weitem noch nicht. Eieieiei. Ja, dann kommen wir jetzt nicht anders umhin, als den Film jetzt rauszuhauen. So. Ich hätte gerne noch mehr PR gemacht, aber dann bin ich nicht mehr fertig vorm. Bevor das alles raus ist. So, sehr gut. 3,5 Sterne, Genre-Einfluss, okay, okay, ausgezeichnet, gut, 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 gut. Ah, das ist doch sehr gut. Ah, sogar plus Sterne für Beth Galloway. Großartig. Erfahrung gibt's auch, Stress natürlich auch. Crew hat auch Erfahrung dazu bekommen. So, halt bisschen, superb, ein Film, der eine ganze Menge moderner öffentlicher Interesse an dem Film ist perfekt. Ja, nicht genug PR im Vergleich zur ausgedehnten Marketingkampagne, ja, ich weiß. Markus Becker war offensichtlich bester Laune, eine wirklich mittelmäßige Regie, okay, und sind gut miteinander ausgekommen. So, aber, jetzt muss ich tatsächlich Pause machen, weil jetzt muss ich hier mal so ein bisschen gucken, was hat er denn? Der ist fertig mit seinem... Muss ich mich ein bisschen spüten. Hä? Ach, der ist bereit fürs Casting. Ah, stopp! Drehbuch komplett? Ja, was denn? Drehbuch komplett? Jetzt muss ich den blöden Film finden, den ich gedreht habe. Ist er das hier?
wird momentan gedreht. Ach, den habe ich gar nicht fertig gekriegt. Ich habe nur den anderen promoted. Ah, jei, der ist noch gar nicht fertig. Ah, schade. Na gut, okay. Na gut, dann werden wir uns jetzt noch die Preisverleihung angucken und dann geht's in die nächste Runde. Dann haben wir wieder 5 Jahre rum. Yay, wir nähern uns. So, willkommen zur Lionhead-Preisverleihung. Ja. Was haben wir denn heute im Programm? Sehr gut. Bestplatzierter Star. Bester Newcomer. Ah, den werden wir nicht holen, weil wir haben keine Newcomer. Klick das jetzt tatsächlich einfach mal hier durch. Ah, so. Sehr schön. Was haben wir jetzt hier? Bestplatzierter Star. Beste Regie. Bestplatziertes Studio. Prestigeträchtigtes Studio. Bestplatzierter Film. Okay. Okay, wir müssen also sehr, sehr viele Filme raushauen. Okay. Okay, das kriegen wir hin. Gut, also wir müssen immer noch unseren 4-Sterne-Meilenstein freischalten. Und wir hatten doch noch einen Star, der sich beworben hatte. Den habe ich jetzt schon wieder komplett vergessen. Ja, jetzt kommt der, ne? Für den jetzt eigentlich auch noch PR-Kampagne. Ne, für den habe ich PR-Kampagne schon gemacht. Können wir den auch gleich mal raushauen. Okay, gut, das ist natürlich so ein bisschen doof. Aber gut, es ist okay. Es soll jetzt auch kein riesiger Mega-Blockbuster werden, sondern der soll einfach nur ein bisschen Incoming generieren. Also von dem her. Marketing für den Film hat die PR eindeutig überwogen. Okay. Okay. Naja, ist jetzt nicht die hellste Leuchte auf dem Planeten, aber okay. Oh! Wir haben ein sehr gutes Drehbuch. Zerbombte Straße. Das werde ich mir jetzt noch angucken. Und dann ist tatsächlich. Was machen wir denn hier? Neuheitswert noch nicht so hoch, aber den können wir auf jeden Fall mal machen. Ja! Ich verticker jetzt hier noch ein, zwei Filme und lasse dann weiter Drehbücher schreiben. Und ja, ich hoffe, der zweite Teil war jetzt gut für euch oder hat euch gefallen. Dann sage ich einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der dritte Teil wartet mit Sicherheit nicht ganz so lange wie jetzt der zweite Teil auf euch. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch am besten einfach da unten was in den Kommentaren da oder so. Schreibt was, was euch gefallen hat, was ich vielleicht besser machen kann. Oder lasst einen Daumen da und noch besser abonniert den Kanal. Und ansonsten sage ich einfach mal Ciao, bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play The Movies Season 2. Bis dann, ciao.